Ja. Yay! Gut, aus geht's. Und sie nicht lange in die PowerPoint. Yes, Willkommen bei meinem ASMR-Kanal. Hey, warte mal. Ich will jetzt gerade gar nicht. Sieht aus wie Sungchan-Wanne. Nein, for real. Bitte mach so ein TikTok, wo du sagst, apparently you look like you're biased und dann durch das Bild vom Sungchan rein und dann stimmen dir alle zu. Eigentlich wäre meine Idee gewesen, zweiseitige PowerPoints machen. Und zwar die erste Seite wäre gewesen, Things I love more than Min Jungi. Und dann die zweite Folie war sie, thanks for your attention. Warte, ich muss euch zeigen, wie das aussieht. Aber das sieht einfach. Also, the biggest mysteries in N-City unsolved. Ah, discussions and theories are very welcome. Okay. Was Tails Hair in Punch a wig? I wanna know! Ich, nachdem ich zum achten Mal meine Haare bleached habe innerhalb von einer Woche. Kommentar! Ich würde mal sagen, ich gsi. Ich denke, der Johnny war auch dabei beim Essen, aber er war hinter der Kamera. Und sie haben dann die Kamera aufgestellt und dann haben sie so ein Nylon-Seil an den Gabeln angemacht und haben sie so weggezogen und haben dann an Mark gesagt, ey, tu mal so, als würdest du mega verschrecken. Und dann der Mark so, but why? Und dann der Johnny, dude, just go with the flow. Und er so, okay, cool, machen wir so. Und nachher haben sie gesagt, weißt du was? Mega viele NCTs werden sich dann nachher fragen, was ist mit deiner Gabel passiert? Und das ist die Lösung. Das war genauso mit der NCT-Joke, die sie in Atlanta gemacht haben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Genau. Sorry, aber das Acting ist so schlecht gewesen, dass es wieder gut ist. Er könnte gerade Nickelodeon mit dem Acting. Ist er ja auch. Heute ist mein Humor wieder besonders böse. Was geht ab mit dem Headless Dude in Giants I Like Me Better Cover? What the fuck? Was? Hä? The fuck? Wie ist das? Keine Ahnung. Das hat der Jaehyun nachher so gesagt, hey, könnt ihr das irgendwie rein photoshoppen? Das hat der Mark hat auch schon so etwas aber gemacht. Aber es bewegt sich halt! Es kann fast nicht so... Er hat sich so alle Adobe-Programme geholt und hat dann so gesagt, ich will ein bisschen mit After Effects und Premiere Pro, wo wir spielen. Das ist eigentlich Mark oder so. Es ist sicher der Mark. Können wir eine Analyse von der Body Gestures und der Haltung haben, dann können wir schauen, welches NCT-Member es ist. Wahrscheinlich sind wir in den Tail-Vibes, einfach nur weil er fliehen ist. Warte, darf ich noch etwas sagen? Ten hat ja schon schlimme Pretty Boy-Fotos, und ich kann so schon daran, er hat nicht mal gekommen. Der Ten von jetzt ab, wenn ich den Shotaro wieder hops nimmt und sagt, hey, deine Pre-Debut-Fotos sehen aus wie, Alter, was hast du genommen? Crack oder so? Dann kommt der Ten so, ja, wenigstens habe ich einen Kopf gehabt.
eins von den biggest mysteries. What is going on with the sick time? Ich fühl's, wenn Amy jetzt nicht mehr sagt und einfach keine fucking Eier zieht. Darum gibt's erstmal ein Mikro-Energy-Typ. Wenn das wisst, sag. Also rein theoretisch gibt's für das eine Lösung. Also er hat eine Lösung gegeben, aber ich kann es trotzdem mal reinnehmen, weil es... Was ist die Lösung? Maybe he's lying. Because it's Utah. Das ist seine Haarextension-Time. Zu dieser Zeit darf er seine Haarextensions rausnehmen. Sonst nicht. Das ist die Zeit, die er hilft, seine Make-up zu nehmen. Genau. Fuck off. Scheiße. Ich denke, alle wissen, er hat ein Schlafhabit im alten Dorm. Ich glaube, der Doyoung und dem Tail haben zusammen einen Room gehabt. Mhm. Und er hat ein Sleephabit gehabt, dass er die Nacht am Schrank läuft und dann am Schrank bangt mit seinem Kopf. Was? Ja, völlig noch. Ja, mach ich auch, look. Jeden Abend mache ich das! Am hat es vermutlich voll nicht gesehen, oder? Ja, ich habe gegen meinen Kopf. Oh mein Gott, meine Haare da hinten! Ich würde nicht recommenden, ist nicht bequem, nein! Und man sagt, dass das Zimmer, wo sie drin gewohnt haben, dass das sowieso haunted ist. Also, der Doyoung hat dort innen auch mal einen Geist gesehen. Also, warte schnell. Der Doyoung ist zum Lee Soo-man. Ey, bei uns im Zimmer hat es einen Geist. Wir müssen zügeln. Und er ist so gewesen, yes, zügelt. Jo! Es ist literally so gewesen. Also, schau mal. Zum Teil. Die Menschen. Vor allem der Doyoung, dem würde ich das eh nicht glauben. Warte, also doch, es gibt. Also Geister gibt es sicher, vielleicht. Also ja, glaub schon. Aber wenn der Doyoung zu mir kommt und sagt, er habe einen Geist gesehen. Vermutlich noch mit dem Johnny und dem Mark zusammen. Dann nein, dann glaube ich das nicht. Oh, was ist das? Da schau mal, ich mache jetzt Gang Signs. Warte, ich würde dann sehen, wie Gang Signs würde ich jetzt sagen. Uri Chanta got coming to Iceland. Lass mir egal, ich leere es jetzt. Warte, ich habe voll eine gute Idee. Astrid, man darf von dir nur noch die Hand sehen. Komm ein bisschen, warte, ich komme ein bisschen näher und dann mache ich den Arm. Sie ist mir zu klein! Oh Mann. Du musst deinen Oberkörper, und ich muss Bein. Ich bin zu klein. Du musst deinen Oberkörper und ich muss Bein. Amy. Warte, okay. Warte schon.